Grüß Gott, Kaiser! Hallo, liebe Deutsche! Wie wir gehört haben, ist seit heute, 17. November, 13 Uhr, die Partei im Deutschen Bundestag vertreten durch ihr neues Mitglied Marco Pogo, nein, Vico von Bülow, nein, Vico von Pogo, nein, das andere. Dazu zwei Dinge. Punkt 1. Herzlichen Glückwunsch auch dem neuen Parteimitglied, dass es sich endlich dazu durchgerungen hat, eine vernünftige politische Heimat zu finden. Punkt 2. Nach über 16 Jahren hat es die Partei endlich geschafft, dorthin zu kommen, wo sie auch hingehört, an die Futtertröge der Macht, in den Deutschen Bundestag. Die deutsche Partei hat es geschafft. Die österreichische Partei wird dasselbe noch viel schneller schaffen. Innerhalb der nächsten 3 Bundestagswahlen wird es die österreichische Die Partei in den Deutschen Bundestag schaffen. Darauf gebe ich mein Politiker-Ehrenwort. Ansonsten noch viel Spaß mit dem Lockdown. Grüß Gott, Kaiser!